Moin Leute, hier ist wieder euer Micha und wir bauen weiter an dem Dodge Charger RT Fast and the Furious Ausgabe 70. Ausgabe 70 ist heute dran. Was haben wir bekommen? Viele Schrauben haben wir bekommen und wir haben das Dachteil bekommen. Das ist hier das Dachteil. Das werden wir heute verarbeiten und das brauchen wir heute nicht, brauchen wir nicht mehr. Ich habe hier ein Stückchen, was wir noch brauchen. Erstmal habe ich hier ein bisschen, ja, so eine Art Seide ist das hier. Damit kann man das schön sauber machen, ohne dass es Kratzer gibt. Und auch die Finger halt entsprechend wegmachen, die schmaler Finger, die hier drauf kommen. Und dann brauchen wir heute noch ein Tuch, um das Dach aufzulegen. Ich denke mal, ich werde heute die Kamera vielleicht so lassen, vielleicht ein bisschen umstellen, mal gucken. Weil wir heute das alles auf den Kopf legen müssen. Mal gucken, wie oft ich eventuell die Kamera wechsle. Da müssen wir mal halt entsprechend schauen. So, als erstes gucken wir mal hier rein. Und zwar sollen wir heute die Fensterscheiben einsetzen, die Heck- und die Frontscheibe. Dazu gesagt habe ich in einer Ausgabe, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, welche Ausgabe das war, einen Fehler gemacht. Der Fehler besteht darin, dass ich die Frontscheibe, wo ich ihn jetzt hingelegt, hier, die Frontscheibe gleich mit dem Chromrahmen verklebt habe, was nicht richtig ist, weil die beiden Nasen hier links und rechts, die kommen später dann hier über das Karosserieoberteil, und zwar stehen die hier drüber raus. Ich hatte probiert, die Scheibe so reinzumachen, dass man das dann komplett mit einsetzen kann, was leider nicht funktioniert hat, weil die Nasen hier links und rechts rausstehen. Das funktioniert auf jeden Fall nicht. Habe aber die Scheibe recht gut wieder abgekriegt, ohne halt auch meinen Chromrahmen zu beschädigen. Jetzt ist ein bisschen, dadurch, dass er nur so groß ist, mein Tisch ein bisschen begrenzt ist hier. Und zwar brauchen wir heute oder jetzt erstmal, wir legen erstmal das Tuch hier hin, damit wir das Dach nicht so beschädigen. Und wir brauchen das Karosserieteil hier. Gar ein bisschen weiter runter. So. Und wir sollen jetzt die Frontscheibe auch mit einsetzen. Die kommt ja, wie auch schon in einem anderen Video, kommt die jetzt hier auf diese entsprechenden Nasen rauf und die Heckscheibe auch. Da kann die Chromleiste Gott sei Dank bleiben. Das habe ich schon mal ausprobiert. Und dann müssen wir den Deckel hier oben rauf tun. Der kommt jetzt hier mit rauf und wird hier eingearbeitet. So, dann wollen wir mal hoffen, dass das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, zumindest wie sie das hier schreiben in der Bauanleitung. Und wir müssen jetzt die Karosserie umdrehen, einmal aufs Dach stellen. Ich weiß noch nicht, wie ich sie anfassen soll hier. Einmal so rum. Und sollen dann hier hinten im hinteren Bereich mit LM-Schrauben, wo haben wir sie? Da sind die LM-Schrauben, befestigen. Also wir müssen heute mehrere Schrauben verarbeiten. Und zwar mal gucken, ich versuche mal euch noch ein bisschen näher zu holen. So. Und zwar im hinteren Bereich hier die beiden Schrauben. Also 6 Stück brauchen wir insgesamt. Dann verarbeiten wir erstmal die Schrauben hier.
Und hier die nächste Schraube. Gucken, ob wir die hier richtig haben. Ja. Das ist jetzt die. Und dann sollen nicht so richtig zu ersehen. Ah, hier. Und zwar hier in diesen Führung hier. Aber dann seht ihr mal so ein bisschen hier in dieser Führung hier. Da sollen die nächsten Schrauben rein. Einmal hier. Alles mit LM-Schrauben. So. Und jetzt brauchen wir noch zwei Stück. Die sollen dann hier in der Mitte noch mit rein. Einmal hier. Und noch die andere Seite. Dann haben wir erstmal die hintere. Das sind dann, ist dann diese Ausführung hier. Hoppala. So kann man das sehen. Bisschen schwer zu erkennen in dem dunklen Teil. Dann sollen wir im vorderen Bereich, mal gucken, nee, das ist noch hier im hinteren Bereich, LM-Schrauben, und zwar doch, ist das schon vorne? Nee, das ist doch, das ist noch hinten hier, sollen wir, aha, und zwar hier muss eine hin. Sehe ich das richtig? Das ist echt schwierig zu erkennen hier. Oder kommt die hier hin? Also da kommt keine hin, dann muss sie ja hier eine hin. Hm. Eine da und da vorne. Ist ein bisschen schwierig zu erkennen jetzt, also wirklich. Also ich zeige euch das mal, dass man nicht echt schwierig erkennen kann, wo die Schrauben da genau hin sollen. Auf jeden Fall müssen die, glaube ich, in einer Erhöhung. Das könnte die hier sein. Können wir ja mal gucken, ob da mit den Schrauben das hinkommen, dass so passt. Ja, das sind die beiden Erhöhungen hier drin. Zeige ich euch gleich. Wo dann die, und zwar einmal hier und einmal hier. Und jetzt sollen wir natürlich noch im vorderen Bereich, genau, hier nochmal in diesen beiden Teilen hier vorne, ne, könnt ihr ja nicht sehen. Dreht mal um. So, und zwar sollen einmal in im äußeren Bereich hier, wo diese Erhöhung ist, und hier sollen die beiden Schrauben noch mit rein. Dass die Scheibe dann auch mit ordentlich mit drinne sitzt, da muss man dann halt auch noch mal drauf achten, weil wir das halt auf dem Kopf haben. Noch einmal. Und hier kommt die nächste Ausgabe. Hier kommt jetzt die nächste Schraube mit rein. So, dann haben wir das, können wir das jetzt umdrehen. So sieht jetzt
Das Bauteil hält entsprechend aus. Mal ein bisschen wieder raus. So, könnt ihr das sehen? So sieht das jetzt aus. Vorne jetzt auch mit dran. Gucken. Na, ein bisschen schwierig zu sehen. So. Ne? Jetzt als nächstes brauchen wir die Chromrahmen. Dazu haben wir hier nochmal. Wo sind sie jetzt hin hier? Da sind sie. Und zwar hier, die brauchen wir noch die Klebestift-Dinger dafür. Erstmal beiseite. Und die hatten wir ja nicht mal vorbereitet. Oh, war ja. Die habe ich hier vorne gepackt. So, die Chromrahmen können wir dann wieder auspacken. Die waren ja schön geschützt in dem Blister hier drin. Das kommt dann beiseite. Jetzt sollen wir, und zwar im vorderen Bereich, sollen wir hier im vorderen Bereich sollen wir die Klebeteile hier verarbeiten. Mal gucken, ob wir ein bisschen näher kommen. Da brauchen wir nochmal eine Bingzette für. Hoppala. Gerade natürlich raufkleben. Haben die einen Bogen? Ne, die sind gerade. Mal hier raufkleben. So, einmal. Das sind vier Streifen haben wir hier. Brauchen tun wir aber zwei. Ein bisschen beiseite. Eine gerade Fläche suchen. So. Jetzt sollen wir die Karosserie wieder auf den Kopf legen und brauchen dann dazu NP-Schrauben. NP-Schrauben, die haben wir hier, das sind so ganz kleine, komplette Winzlinge. Mal gucken hier. So sieht man die. Davon brauchen wir vier Stück. Und wir brauchen dann noch OP-Schrauben. Die haben wir hier. Mal schon zurechtlegen am besten. Jetzt müssen wir die Karosserie wieder auf dem Dach legen. Und die Seite ist für, die ist für rechts hier. Ne, für links ist die Seite und die andere Seite ist für rechts. Und die benutzen wir jetzt mal. Anderslang wieder mal. So. Jetzt nehmen wir mal die Karosserie wieder vorsichtig runter. Und der Rahmen soll dann hier ran. Kommt dann hier ran und wird dann verschraubt. Dazu drehe ich sie erstmal nochmal um, wegen dem Klebestreifen, der hier im vorderen, Bereich ist. Klebestreifen abmachen. Na, das hat nicht funktioniert. Da hat er noch den Rest Kleber mit beigelassen. So, jetzt haben wir das ab hier. Mal umdrehen noch ein bisschen. Und die Leiste soll jetzt hier mit ran. Hier sind die Aussparungen. Da soll die Leiste mit ran und sitzt vorne und einmal
angeklebt. Jetzt drehen wir die ganze Sache auf den Kopf wieder mal und schrauben jetzt im vorderen Bereich mit OP-Schrauben. Das heißt, die zwei mit OP-Schrauben. Das ist ja nicht so einfach hier. Könnt ihr das sehen, ja, wa? So halbwegs. So, eine. Nächste OP-Schraube. OP-Schraube, das hört sich ja echt gut an, oder? Naja, was wir hier machen, ist ja operieren. Nee, da habe ich nicht getroffen. Nehmen wir mal eine andere. Die wollte irgendwie nicht. So, ne, die fest auch nicht hier. Warum fest die nicht? Jetzt, so. Und dann brauchen wir für den hinteren Bereich, also für den vorderen Bereich, die NP-Schrauben. Nehmen wir NP? NP-Schrauben, genau. Die kommen hier vorne rein. So, die kommen hier vorne rein. Und jetzt hier im hinteren Bereich kommen die OP-Schrauben. Nicht so, wie ich es zuerst sagte. Das war wieder mal falsch. Kommt eine hier hinten rein. Und eine kommt dann hier hinten bei dem, kurz vor hinter dem Fenster noch mit rein. Da kommt wieder auch eine OP-Schraube mit rein. So, das Ganze machen wir auf der anderen Seite noch. Da brauchen wir dann nochmal wieder den Rahmen. Drehe ich nochmal um. Und dann auch wieder hier den Kleber abmachen. Und hier ordentlich ansetzen. Und wenn sitzt, vorne den Kleber hier andrücken. Und wieder auf den Kopf drehen. Und für den vorderen Bereich brauchen wir wieder die, was haben wir gesagt, NP-Schrauben. Kommen dann hier mit rein. Und die letzte NP-Schraube. Kommt dann hier rein. Na, passt nicht, doch. So. Und jetzt kommen hier hinten wieder die beiden OP-Schrauben. Und noch ein.
rein und dann waren mit den Chromleisten fertig. Im hinteren Bereich hier. So, dann haben wir die Chromleisten hier mit dran, das Dach schön mit drauf. So, sieht das aus. Und als nächstes kommt jetzt die Frontscheibe rauf, die ich nochmal, also nicht die Frontscheibe, sondern der Chromrahmen. Und da können wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Wir haben ja auch kleine Aussparungen da drinne. Hier ist er noch nicht drin, jetzt aber. Ist er komplett drin. So sieht jetzt das Ergebnis mit dem Chromrahmen aus. Im vorderen Bereich, rechte Seite und hinten. Und die andere Seite. Ja, puh, alles gut gegangen, Glück gehabt, aber wir haben noch was vergessen, und zwar haben wir hier noch kleine Chromschrauben, die müssen nämlich auch noch mit rein. Das sind sogenannte RM-Schrauben, die kommen nämlich jetzt noch zusätzlich, und zwar hier vorne mit dran, in dem Bereich. Das sind auch ziemlich kleine Schrauben. So, einmal und Nummer 2. Schön, dass sie in Silber gehalten sind, die Schrauben, weil wahrscheinlich sieht man die nämlich auch noch ziemlich zum Schluss. So, und jetzt hält auch das hier vorne alles richtig und der Kleber unterstützt das halt noch entsprechend. Ja. Damit haben wir die Ausgabe 70 vollendet. Der Panzer sieht immer besser aus. Mal ein bisschen raus hier. Nee, halt anders lang. Ach, ist schon aus. Okay. Dann werde ich mal den Deckel wieder aufmachen. So, dann werden wir mal die Karosserie aufsetzen. Leute, sieht das Ding ein Hammer aus. Könnt ihr das sehen, so, ja, ne? Das Ding wird immer schwerer. Ich glaube, ich muss das nicht demnächst mal wiegen, was wir jetzt schon an Gewicht haben. Auf jeden Fall passt das alles sehr gut. Ja, hier hinten auch alles. Auch mit dem Schweller hier passt es sehr gut. So sieht jetzt das Ganze mal aus. Ja, ich dachte, ich nehme euch mal im Flug hier so ein bisschen mit, um euch das mal so ein bisschen zu zeigen, in welcher coolen Optik die ganze Sache jetzt schon ist. Wie das jetzt aussieht. Und ich finde das schon mal absolut den Hammer. Auch mit dem Motor alles so, sieht schon mal cool aus. Ja, Ausgabe 70 verarbeitet, Chromleisten verarbeitet, links und rechts das Dach aufgebaut, vorne die Scheiben, vorne die Scheibe eingesetzt, hinten die Heckscheibe eingesetzt, vorne den Chromrahmen aufgesetzt und links und rechts nochmal die Chromleiste im vorderen Bereich verschraubt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende mit der Ausgabe 70. Ja. Hat Spaß gemacht, freut mich wieder,
bin immer so aufgeregt, wenn ich wieder was Neues machen muss oder möchte, kann, darf, wie auch immer. Ja, dann habt vielen Dank fürs Zuschauen, bedanke mich dafür und schaut, wie gesagt, auch bei meinen anderen Projekten mit bei. Und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, euer Micha.